So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play King Arthur Knight's Tale. Ja, wir werden uns heute mal um die Hauptmission kümmern, der Fischerkönig. Wir haben ja Excalibur gefunden. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Also wir sind im Moment auch in der Moralübersicht. Wir sehen genau, wo wir hier gerade sind, ne? Und das bedeutet jetzt, dass wir hier weitermachen. Reforged to strike down the Fisher King and destroy Arthur's twisted soul fragment embedded in his tortured flesh. He doesn't leave Castle Corbenic anymore. So that's where I will confront him. I have no intention to lay a siege to the fort though. I'll leave such grandiose gestures to other knights. Lady Guinevere knows about a secret entrance that leads straight to the heart of the castle. This could be our best chance. Okay. Ja, dann rein da. Erschlage den Fischerkönig. Das werden wir machen. Der Fischerkönig wird jetzt gerippt. I've never liked sneaking around in the shadows like a cutthroat. But the secret entrance was a good idea. Okay, Lady Guinevere ist dieses Mal tatsächlich auch gar nicht dabei. Das ist natürlich nicht so geil. Wir sind direkt zwei Lagerfeuer am Start. Das heißt, bis dahin werden wir uns wahrscheinlich hart durchkämpfen müssen durch die Räume. Ja, da geht's nämlich schon los. I was drunk as a lord, but I swore I heard the king's quarreling with himself in two voices and all. Bloody hell! How did they get in? Kill them! We can't let them reach the throne room! Okay. Es geht also los. Das sind viele. Also wir müssen dahin. Okay, das sind echt einige. Ach du Scheiße. So, fangen wir denn hier mal an. Mordred. Einmal so, Balladen, stellen die einmal schön so beieinander wieder auf, für die Verteidigungslinie. Zack. Siehst du schon einen? Nee, tust du nicht. Da aus selbst würdest du einen sehen. Der stirbt nächste Runde. Sehr gut. Der erste Schütze ist raus. Lady Dindray, du bist einfach, ne? Ich sag dir. Ja, lass sie kommen. Wir stehen hier alle in der Wacht. Ne, die kommen nicht. Guck mal, die kleinen Feiglinge. Die kleinen Feiglinge. Okay. Joa, Sir Mordred. Bzzzt. Das ist so geil, ey. Ich hab mich so in diese Fähigkeit verliebt, ey. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu einem Wuchtangriff zu dem Todesschlag? Ich glaube, der Wuchtangriff ist dafür da, um... das ist für Rüstungsbruch. Okay, das verstehe ich. Ja, ergibt Sinn. Alright, 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 alright. Ja, Sir Mordred hat ihn gebrutzelt, ne? Slashen da direkt einfach nochmal durch. Sehe ich den von hier? Nein, da steht natürlich Sir Mordred wieder im Weg. Sir Mordred kann aber nochmal laufen. Dann kann Lady Dindrain, glaube ich, sogar dreimal schießen, ne? Das wäre natürlich... Dann kann die wirklich dreimal schießen. Das wäre natürlich absolut awesome. Das ist nämlich das ganze... Das kann ich natürlich nicht nochmal machen. Das geht auch nicht. Sehr gut. Boah, Lady Dindrain hat wieder so viel Damage machen dürfen diese Runde. Sehr gut. Der schießt mit Feuerpfeilen, der Arsch. Du stirbst ja nicht. Ach so, der kriegt ja auch Damage von angrenzenden Gegnern, ne? Stimmt.
Das resettet sich auch. Das macht der gar nicht alle drei. Das macht der gar nicht nur einmal pro Gefecht. Das resettet sich. Einfach alle drei Angriffe brennt er die Gegner nieder. Wie krass ist denn das auch schon wieder, ey? Alter, was sind das schon wieder für Rüstungen, die wir hier gefunden haben, Mann? Gut, der stirbt, ne? Den brauchen wir uns gar nicht kümmern, aber ich kann ihn trotzdem umhauen. Dann habe ich noch ein bisschen, dann darf ich mich noch ein bisschen bewegen. Zum Beispiel, wollen wir uns mal hinbewegen. Hier wollen wir uns mal hinbewegen. Dann können wir uns schon mal da so in die Richtung stellen. Ach guck mal, der darf sogar noch mal angreifen. Dann, ja, das ist natürlich super. Dann gebe ich mal eine hier. Ich könnte auch gebrauchen, dass Schlag. Warte mal, der steht da hinten in Deckung, ne? Wenn ich ihn anzünde, ist mir die Deckung ja eigentlich relativ egal. Der stirbt einfach nächste Runde. 10 Damage und der stirbt. Ich passe es nicht. Lady Dindrains Feuer ist einfach sowas von tödlich. Ach du Scheiße. Es ist ja wirklich insane. Ja, ja, stellt euch da mal genau da. Oh, das ist perfekt. Ja, stellt euch alle schön auf, Männers. So. Boing. Ich liebe das. Es ist so stumpf. Das ist so klasse. Ey, das ist die beste Fähigkeit im ganzen Spiel. Die ist einfach unfassbar trocken. So, gute Nacht, du stirbst ja nächste Runde. Ach, schön. Wirklich, ey. Sehr schön, doppelter Damage. Und dieses Damage over Time ist auch sehr, sehr böse in dem Game, ne? Der kriegt Saki hier doch schon mal da ein bisschen auf der Schnute. Nicht so gut. Aber wir beenden das jetzt hier. Ja, Alter, 30 Damage. Okay, also hat schon Damage gemacht. Haben wir noch irgendwie was wir looten können? Nee, wa? Das ist immer noch am Blitzen. Was eine geile Fähigkeit, ey. Ey, wirklich, ich find's klasse. Da habe ich mir wieder was. Das ist, oder da haben wir uns was richtig Schönes ausgesucht. Die werden wir auch hochskillen bis zum Gehtnimmer. Ach guck mal, da geht's direkt weiter. Protect the King. Oh, der hat die Barriere da. Alright. Alright, alright, alright. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Schützen. Wo ist denn er hin? Ah, er ist abgedüst, okay. Na gut, es gibt hier 1, 2 verschiedene Räume wieder. Da hinten ist auch ein blauer, der scheint. Also blau ist immer Verbündeter, da muss man mal gucken, wer das sein könnte. Alles klar. Dann bauen wir mal hier unsere Verteidigungslinie auf. Ja, und Lady Dindrain, die hat jetzt, die darf jetzt Spaß haben, ne? Beispiel mit dir da hinten. Ah, der stirbt aber nicht. Das reicht nicht, weil er noch Schild hat. Naja, egal. Boah, Digga, das war schon wieder so dicker Damage, ey. Ja, das ist ein Problem mit denen da hinten. Alter, die hauen aber auf Platz. Ey, meine Güte, okay. Sir Mordred ist uninteressant, offenbar. Oh, das ist nicht gut. Ah, so eine Auf... So eine, ja, könnte, ah, der stirbt ja nächste Runde. Also bei ihm ist ja alles easy peasy, so. Ich muss ich mich ja nicht kümmern. So, du hörst mal auf da hinten. Das ist, ich kann mich da nicht dran satt sehen. Es ist jedes Mal aufs Neue witzig. Oh, schön. Doppelter Schaden. Warte mal, ich kann noch einen Brandpfeil auch abschießen, ne?
Dann mache ich das da mal direkt. Your Highness? Er dreht sich mal so hin, dass er jetzt nicht gleich in den Rücken gestochen wird. Tatsächlich sind die nicht down gegangen an ihrem... Okay, wir brauchen vielleicht dringend Rüstung, so Upgrade wieder, der brennt, was? Scheiße, das hat noch eine Sekunde Cooldown, also eine Runde Cooldown, so eine Kacke. So, warte mal, dich muss ich mal einmal heilen. Weil wir wollen ja am Lagerfeuer Rüstung upgraden. Oh, guck mal, die sieht sogar einen. Nee, die sieht keinen. Okay, das ist nicht so gut. Hier würde die welche sehen. Komm mal weg. Ich darf sogar nochmal. Die hat beide gekillt. Willst du mich verarschen? Junge, wie stark ist der Lady Dindrain bitte? What? For King and Country. Was habe ich denn da für ein Monster geschaffen? Ja, okay, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir diese Barriere wieder auflösen hier. Wahrscheinlich irgendwie hier, wa? Reden wir mal mit. Na, wer wissen wir? House of the Lord. Kill me if you want, but I won't open the gate for you. Läuft mit die Augen, der Fischerkönig ist nicht das, wofür ihr ihn haltet. Oh, scheiße. Was nehmen wir denn da jetzt? Entweder nehmen wir jetzt alter Glaube oder rechtschaffend. Scheiße, wir nehmen rechtschaffend. Der Fischerkönig hat alles für sein Reich. He is in constant torment. How dare you compare yourself to him? Wenn der König leidet, leidet sein Königreich mit ihm. Wollt ihr das? I don't. But can you heal the land? Ich glaube schon, aber nur wenn ich euren König von seinem Leid erlöse. Killing him is a merciful act, after all. Gibt nur eine Möglichkeit, öffnet das Tor. God have mercy on us. Wird er schon. Kein Problem. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal da drüben gucken und dann gehen wir durch die Tür. Dann haben wir nämlich auch noch tatsächlich, hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht heilen müssen mit dem Heiltrank. Weil da sind jetzt zwei Lagerfeuer. Aber dann können wir vielleicht zweimal Rüstung upgraden. Who is this? Keine Ahnung. Ja, Freunde. Also die nächsten LP-Projekte werden auch wieder sehr spannende Titel werden. Ich habe da noch einiges in petto für euch. Auf der Liste steht zum Beispiel noch Baldur's Gate. Ja, War Tales. Ich habe noch Horizon Forbidden West für euch am Start. Die Dark Souls-Reihe. Oh, da geht's ab. Dafür sind die zwei Lagerfeuer, weil wir jetzt die zwei Fettis kriegen. Ach du Scheiße. Ne, also da stehen noch einige Sachen an. Dann gehen wir mal mit, dahin. Jawohl, gib ihm. Ich lieb's, ey, das ist cool. Aber hätte mehr Damage sein dürfen. Wobei, ich will mich nicht beschweren, ne? Kann ich den denn sehen von hier? Ah, nicht. Dann gib ihm mal. Ding. Ding. Doppelter Schaden. Okay, das hat reingehämmert. Also wir haben noch einige coole Titel auf der Platte, die gespielt werden wollen. Das tut schon wieder weh, ne? Alter. Ja, der hat keine Rüstung mehr. Oh. Digga, wie oft darfst du bitte angreifen? Jetzt entspann dich doch mal. Was ist denn jetzt los hier? Awaiting your command. Time to feed the ravens. Your command?
Alter, der arme Sir Key, was ist denn jetzt passiert? Segen, jawohl, das geht. 25% Schaden. Aber das Lady Dindrain geben, die haut sowieso schon so zu. Ja, wir geben das Sir Balan, oder? Ja. Was war hier für ein? Beschützung, keine Ahnung, das kriegt dann. Achso, plus 25% Rüstung. Das kriegt Sir Key. So, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal Rüstung upgraden. Ich gebe ihm auch den Heiltrank. Wobei Quatsch, wir können eigentlich ohne Probleme das hier benutzen. Weil die anderen sind ja alle voll. Nur Sir Key fehlt eine Rüstung. Dann haben wir noch den Heiltrank für das Gefecht, theoretisch. Na gut, dann rein da. Oh, Mr. Fischerkönig, los geht's. Da bist du ja wieder. Erinnert ein bisschen an den Boss aus Dark Souls 2. Ihr Lord, hier der König, der König. Wie der aussieht, ne? Okay, los geht's. Es ist tatsächlich nur ein Gegner. Dann gehen wir mal dran, ne? Fangen wir mal direkt mal hier an mit Rüstung. Alter, direkt die komplette Rüstung geschreddet. Es ist ja schon wieder so GG. Hm. 25 Schaden. Wir gehen aber nach vorne. Alles klar. Direkt der nächste Wuchtangriff. Um die komplette Rüstung einmal rauszuhopsen. Lady Dindrain. Anzünden, bitte. Ist der feuerfest? Nee. Gott. Darf der was machen? Der darf. Okay, der darf Schattenwelle machen. Der kriegt so ins Maul. Ach du Scheiße. Oh Gott, sind sie fuck. Okay. Ja, das Problem ist, er triggert jetzt allerhöchstens einen Gelegenheitsangriff. 1, 2. Ja. Ich kann ihn halt nicht. Mit Mordred kann ich nicht angreifen. Wie sieht er mit Verwundbarkeit aus? 75, ne? Ja, schade, nix. Ja, der ist. Wieso ist der denn. Der ist verlangsamt. Ich hab's nicht gesehen. Oh nein. Bitte stirb nicht da drin, ey. Du armer Kerl, Sir Key, ey. Der immun gegen Gift? Ne, auch nicht. Dann kriegt ja noch mehr Damage Overtime rein. Sehr schön. Tja, I'm sorry, Sir Key. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Warte mal, Sir Mordred, macht mal hier Wacht an. Bitte stirb nicht. Oh, zwei Damage hat das nur gemacht. Ja, was macht der denn hier? Der macht ja überhaupt keinen Schaden. Ist das schon alles? Das soll der Fischerkönig sein. Ja. What? Und du? Nochmal oder was? Muss ich das nochmal draufhauen? Ich muss da nochmal draufhauen. Alter, ich glaube, jetzt geht der erst richtig ab, der Typ, oder? Jetzt geht der nämlich erst richtig ab, der Typ. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein Problem, Männers. Der darf nämlich auch nicht mehr. Wir haben Schützen dabei, ne? Die müssen sterben, die müssen auf der Stelle sterben. Ich werde mich mit Lady Dindrain hier um die Schützen kümmern. Er stirbt ja zum Glück nächste Runde. Dann baller ich nochmal auf dich. Schön. I like it. Er stirbt nächste Runde. Sehr gut.
Ja, die anderen dürfen ja alle nicht mehr. Guck mal, wie der Alter, der ist voll am Leiden, der Typ. Der kriegt ja so ins Maul. Okay, er macht wieder diesen Schattenblitz da. Was kommt denn jetzt, als ob er auf mich drauf kotzt? Boah, ist ja widerlich. Ja, das ist actually ein Problem gerade. Wir müssen jetzt erst die nervigen Vasallen hier schalten. Das Problem ist, er kassiert jetzt einen Gelegenheitsangriff in die Fresse, ne? Ja, der würde einen Gelegenheitsangriff in die Fresse kriegen jetzt, aber ich will halt auch nicht in seinem Radius hier stehen bleiben, wo er jetzt gleich hier am Brutzeln ist. Also das kann ich, ja, dann nehmen wir den Gelegenheitsangriff. Ja, guck mal, der macht nämlich nur einen Rüstungsschaden. Ja, dann würde ich auch ins Maul kriegen. Okay, ich stehe, glaube ich, aber ich muss hier aus dieser Säure raus, besser. Besser ist aus der Säure raus. Hau ab! So. So, Lady Dindrain muss auch aus der Säure raus. Aus der Seuche hier raus. Dann gehen wir nämlich mit ihr dahin. Machen erstmal den Bogenschützen platt. Der kriegt jedes Mal auch ans Maul. Das ist so geil. Guck mal, bam, wieder 11 Damage für nichts. Okay, das war Dulli, das Sir Key jetzt dahin gelaufen ist. Ich dachte, das ist Lady Dindrain. Okay, ja, dann machen wir hier Wachtangriff. Wenn er jetzt zu Lady Dindrain geht, bin ich absolut am Arsch. Ich kann auch nicht mehr TPen, ne? Scheiße. Bitte geh nicht zu Lady Dindrain, bitte nicht. Okay, er macht er nicht. Er pisst sich. So, GG, die ist wieder ausgewichen. Ausgewichen, Lady Dindrain. Ihr seid einfach, ich sag es euch, ey. Ja, dann wird er jetzt gefrontet. Auch wenn ich verlangsamt bin, wird er jetzt gefrontet. Weil die sieht den sogar von da. Machen weg. Also, der stirbt dann nächste Runde. Alles gut. Das ist so geil, Digga, der ist so, Digga, das ist auch wieder so eine GG-Fähigkeit, dass der diesen... Ah, guck mal. Wo willst du denn hin, Keule? Jetzt hau doch nicht ab, was ist das denn hier für eine Uzi-Scheiße? Hierhin muss ich laufen, um beide zu sehen. Ja, ich werde natürlich erstmal dich rausnehmen. Ich darf aber auch nochmal auf ihn hier stehen. Der kriegt auch jedes Mal Damage. Filter Schaden 37, ja sicher. Oh, Beschwörung, was beschwörst du denn? Neue Gegner beschwört er. Ja, natürlich, was auch sonst. Der ist wirklich die größte Pusi, die ich je gesehen habe. So, hier. Weg mit dir. Du Swans. Awaiting your command. So, der Mordred. Dran da und den Speck. Blessings. Lass mal den hier wegmachen. Dadurch geht nämlich schon mal eine ordentliche Menge an Lebenspoints flöten. Der ist schon wieder, ey, du bist nervig, ey. Ja. Er kotzt da wieder alles voll, ey, du bist wirklich nervig. Guck mal, wie er auch seinen eigenen Homie da haut. Okay, das ist nicht so cool. Müssen wir mal einmal uns einen reinheilen hier. Da haben wir jetzt doch ordentlich kassiert. Ich muss halt da raus, ne? Das hilft halt alles nix. Ich muss halt da raus. So, jetzt brutzeln, warte ich mal ein bisschen.
Gott. Saki. Machen wir den Armbrustschützen da weg. Ja, das ist doch, klingt nach einem nach einer Idee für Lady Dimitri. Alter, die kann dreimal schießen! Ja, sicher. Ja, Keule. Der hat sich selber gebrutzelt, der Idiot. Das war deutlich stärker, der als jetzt in der letzten Runde. Digga, wie oft darfst du denn bitte angreifen? Jetzt entspann dich doch mal. Wie viel Verwundbarkeit ist? 75, ja komm, dann mach ich dich wenigstens ein bisschen verwundbar. Wir machen weg. Jawohl! The Fisher King is dead. But the wound he tore into this world might never heal. Still. Schöne Reliquie nochmal. I like it. Let's see what the lady has to say about that. Wenn wir nochmal Auge machen gehen, ob hier nicht noch irgendwas zu looten ist. Okay, wir haben den Fisher King, den haben wir gekillt. Das ist schon mal gut. Das ist das zweite Fragment von King Arthur, ne? Das heißt, das ist tatsächlich noch eine Truhe. Das heißt, es fehlen tatsächlich nur noch zwei weitere Fragmente. Da ist noch eine. I like it. Okay. Sehr schön. Dann machen wir einen Abflug. Mission beenden. Ich dachte schon, das Game ist abgenippelt. Aber es ist nur eine Cutscene. Nochmal Glück gehabt. So, Lady of the Lake, was hast du denn dazu zu sagen? Das zweite Fragment ist tot. Ich glaube ja, dass die Lady of the Lake der große Endgegner wird. Come to me, my champion. So I am your champion now? You have destroyed the second shard of Arthur's torn soul. It's a reason to celebrate. Not to mention that a Christian king is dead. You should really know by now that I'm not taking sides. Mm-hmm. You don't believe me, do you? Would it convince you if I sent you against the demigods of the old faith? You are talking about the Shi, aren't you? I fought them in the Battle of Camlann. Not those ones, my vengeful knight. This is the land of pure magic. So the Seelie and the Unseelie made themselves very comfortable here. They have become extremely powerful. Am I sensing bitterness here? Let's say I don't have as much power over their deep wood as anywhere else in Avalon. Can you open a gate for me? Or use your powers to take me there? No. You need a guide into that twilight realm. You must find the fairy knight who is neither human nor she. Let's say I enter the deep wood. Then what? Then you must cut and burn your way through that damned forest. Find Arthur's fragment and destroy it. Die Rüstung von Sir Mordred sieht ja auch übergeil aus, oder? Also mal ohne Scheiß. Was eine Killer-Rüstung einfach. Level up, aber nicht für alle. Das ist natürlich sehr schade. Aber wenigstens für zwei von uns. 300 Gebäuderessourcen erstens. Wir haben einen Topaz gekriegt, ja sicher. Was haben wir denn da? Akt 3 sind wir sogar schon jetzt. Vom Kampf gezeichnet, doch siegestrunken, ist Sir Brunor Le Noir nach Camelot zurückgekehrt. Der Piktenhäuptling hat Wort gehalten. Nachdem ein Streiter ihn im Duell besiegt hatte, hat Camelot die Freundschaft geschworen und kostbare Geschenke als Zeichen seines guten Willens geschickt. Vielleicht ist es besser, nicht genau zu wissen, woher diese Geschenke stammen. Ja, definitiv nicht, aber ist mir auch scheißegal. Ne? Sehr gut. Also, wir haben jetzt 300 Gold gekriegt, aber uns fehlen uns immer noch die Gebäuderessourcen hierfür. Ja, es fehlen uns immer noch 350 Gebäuderessourcen. Und natürlich auch noch das Geld. Wobei das Geld jetzt im Moment nicht das Ding ist.
So. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Was wollen wir denn hier nochmal aufbessern? Wir könnten nochmal die Reichweite und Donnerschlag erhöhen. Durchsetzungskraft 30% mentale Schwächungsresistenz. Auch geil, ne? Waffenschmied. Oh ja, das war auch geil auf der Key. Da hat er auf einmal ganz krass viel mehr Bewegungsreichweite gekriegt durch. Oh, Hüter von Excalibur habe ich jetzt gekriegt. Plus 20 Schaden und 1 AP. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich sehr geil. Immer nochmal ein Healpot. Bevor wir jetzt aber hier Management machen. Oh ne, Quatsch, wir können doch eigentlich Management machen, ne, oder? Ja, nee, also das ist Quatsch, dass ich natürlich mein Schwert behalte. Ne? Das werde ich auch, glaube ich, gleich upgraden. Mehr Damage. Plus 11 Lebenskraft und eine. Okay, die ist schon sehr viel stärker, ne? Ich meine, guck mal, 11 Lebenskraft, 4 LP beim Verwenden von Tränken. Ich meine, ich hält mich sowieso durch, dadurch, dass ich Gegner kloppe. Also von daher nehmen wir das da. 11 Lebenskraft und eine weitere Verletzungsmarke ist natürlich schon ziemlich geil. Was kann das denn? Auch heilen. Beide können heilen. Verbündete beginnen jedes... Aber ich krieg minus 1 AP. Nur 8 AP. Wenn ich das nehme, hätte ich nur 7. Verbündete beginnen jedes Gefecht mit 8 Hilfs-LP. Beim Ausruhen werden 4 LP wiederhergestellt, aber 1 AP weniger. Das ist natürlich geil, ne? Aber mir fehlt die physische Schwächungsresistenz. Da hätte ich nur 31, aber 17 mental. Ich nehme das, ich nehme das. Also die Fähigkeit bleibt erhalten und die 8 Hilfs-LP sind natürlich auch schon mal geil, ne? Das ist schon... sind schon meistens so ein, zwei Treffer, die man dann nochmal tanken kann. Also damit bin ich schon eigentlich sehr zufrieden. So, haben wir für dich irgendwas? Na, natürlich nicht. Völliger Quatsch. Nee. Keinsten. Also die Werte an sich sind geil, aber das hier ist mein Blutungsboy. Ich habe ihm auch die Rüstung gegeben, dass Blutung ihm Leben zurückgibt und so. Also auf keinsten. Da wäre was. 5 Schaden, 2 für jeden Kill. Nee, das bleibt alles so, wie es hier ist. Lady Dindrain. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Das Ding ist absolut, absolut GG. Und auch die Teleportation ist übergeil. Die wird auf jeden Fall behalten. Uns überlegen, ob wir noch einmal heilen mitnehmen vielleicht. Würde aber 8 Lebenskraft verloren gehen. Lebenskraft ist nicht ganz so wichtig. Also heilen ist schon ganz cool. Ja, wir nehmen die 8 Lebenskraft mit. Und der hat noch 2 Fähigkeitspunkte gekriegt. So, was haben wir denn da? Wir wollten doch die Verteidigungshaltung investieren, ne? Dass man hier 17 Hilfs-LP bekommt. Und die Abklingzeit nochmal um einen verringert. Ja. Sehr gut. Guck mal, der ist auch aufgestiegen, der Bre. Der ist jetzt Level 10. Ja, dann können wir den gleich direkt nochmal zum Tjost schicken. Was hat denn da? Verzögertes Sperrfeuer markiert 6 verbundene Felder in beliebiger Form. Zum Beginn des nächsten Zuges Helden werden die mit Sperrfeuer getroffen. Ah, das ist so wie dieser Blitzeinschlag von vorhin. Na, ist ganz cool. Würde ich mal behaupten, was das da? Ja. AP-Kosten von Schießen verringern und fügt an angrenzende Ziele Brand hinzu, ist auch absolut GG. Was Feuer teilweise für einen Schaden macht, ey. Ist echt der Knaller. Halt. Ja, die restlichen Sachen können wir, wieder gesagt, erstmal wieder verticken. Ne, das brauchen wir nicht mehr, das Zeug hier, das ist alles Quatsch. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie großartig was machen... Brauche ich denn für den? Brauche ich noch einmal alter Glauben, ne? Dann kriege ich Sir Geraint. Mal gucken, was der kann. Also muss ich noch einmal in alten Glauben investieren. Oh, wir haben neue Ereignisse. Guck mal hier. Eine Glaubensfrage. Ja, guck mal, passt doch.
Oder muss ich mal gleich mal gucken, wie viel Loyalität Lady Dindrain überhaupt noch hat bei mir. Wie sieht das denn aus? 7. Ja, und zu Hector? Der ist jetzt schon minus 3. Aber ganz ehrlich, der ist sowieso bei Kämpfen nicht dabei. Also von daher juckt mich das gar nicht, was er da von mir will. Aber der ist auch komplett gegen die Sachen, die ich mache, ne? Also der ist sowohl Christ als auch Tyrann und ich bin alter Glauben und rechtschaffend. Also, passt halt auch gar nicht zusammen. So, dann fangen wir mal an. In Glaubensfragen für Gerechtigkeit zu sorgen, ist eine der aussichtslosesten und undankbarsten Arbeiten eines Königs. Diesmal konnte ich mich nicht entziehen. Meine Vasallen überfielen mich geradezu mit den Bestattungsriten von Camelot. Als Mann der Tat halte ich es zwar nicht für unser dringendstes Problem, doch es wäre ein Fehler, meinen Ritter zu vor den Kopf zu stoßen. Okay. Manche von ihnen träumen noch immer von ewigem Leben und von einem gnädigen Gott oder mehreren Göttern. Wir werden natürlich den Scheiterhaufen des alten Glaubens wählen, ne? Jeder Ritter wird gemäß. Das ist natürlich noch besser. Wir nehmen das. Jeder Ritter wird gemäß seines Glaubens bestattet, rechtschaffend. Das ist noch besser. Damit kann ich mir nämlich, den Moralverlust schenken. Verbesserungen für den Zauberturm kosten 20% weniger Gold und Gebäuderesourcen. Ja gut, ich benutze den Zauberturm tatsächlich gar nicht so häufig, was wahrscheinlich ein Fehler ist, ne? Das ist vielleicht auch ganz cool sogar, da mal rein zu investieren. Ja gut, ich habe wenig Arkanisten und Weiser, ne? Angebot wird häufiger aktualisiert. Wirkung von Schriftrollen hält länger. Verwendung von Schriftrollen kostet keine AP. Naja. Ist jetzt alles erstmal noch nicht ganz so cool. So, wir haben noch ein neues Ereignis. Wo ist das? Da hinten. Flüchtlinge aus dem Norden. Die Späher haben interessante Neuigkeiten gebracht. Ein ramponierter Kahn mit ein paar Überlebenden wurde in der Flüsterbucht angeschwemmt. Sie nahmen es mit dem Meer der Anderwelt auf, um den plündernden Pikten zu entkommen, die mehrere Städte und Dörfer im Norden Avalons dem Erdboden gleichmachten. Ich kenne diese Leute nicht und möchte ganz gewiss keinen Ärger. Doch diese armen Flüchtlinge sehen zumindest nützlich aus. Die meisten von ihnen sind talentierte Handwerker mit Familien und nicht in der Position, wählerisch bezüglich ihres neuen Meisters zu sein. Bietet Essen und minimale Bezahlung, bietet einen gerechten Lohn. Das gäbe Gebäuderessourcen, ne? Nein, wir nehmen natürlich den gerechten Lohn, zahlen dafür 800 und sind damit wieder mal auf der Rechtschaffen-Seite. Sehr gut. Wir sind Rechtschaffen 11. Noch zweimal Rechtschaffen, dann kriegen wir Sir Lancelot. Bin ja mal gespannt, was der kann. Der ist mit Sicherheit krass. Okay. Sir Ivan ist durch Training aufgestiegen, ja, das haben wir uns darum gekümmert. Wir haben tatsächlich auch nur diese eine Hauptmission, also gar keine Nebenmissionen mehr. Das ist spannend. Wir hätten jetzt natürlich genügend Gebäuderessourcen hierfür, leider nicht genügend Gold. Selbst wenn ich jetzt die Sachen verkaufe, werde ich nicht genügend Gold bekommen. Also ich brauche 1000 Gold, also das ist schon viel. Gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht... Naja, das wird nix. Nee, das schaffen wir nicht. Wobei, wenn ich noch hier einen Stoß verticke, was hat denn da? Nee, aber wir könnten zum Beispiel hier so eine Flammenwand verkaufen. Eine werde ich überleben und dann können wir das hier nämlich upgraden. Genau, da haben wir nämlich noch mehr Rüstung im Fight. Jetzt sind wir halt natürlich komplett broke, ne? Ich kann jetzt niemanden mehr irgendwo hinschicken. 2-3 Saphire, gewährt Reliquienstaub. Ich habe noch einen Topaz, ne? Ja gut, aber das kann ich mir nicht mehr leisten, jetzt hier noch irgendwas abzugraden. Oder? Vielleicht doch. Gucken wir mal. Doch, das kostet nur einen Topaz. Ja geil, Alter. Da machen wir direkt noch mehr Damage auf die Waffe drauf hier. Ja, nochmal upgraden. Gegenstände können nur einmal verbessert werden. Okay, verstehe. Na gut. Ja, dann ab zur Abenteuerkarte und wir sehen uns in der nächsten Folge, hätte ich mal gesagt gehabt, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.